So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge besinnlichen Minecraft. In der Version 1.4.2 nun also. Ein paar neue Sachen sind dazugekommen. Habe ich ja in dem Vorstellungsvideo von der 1.4.2 ja gezeigt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, sehr zu empfehlen. Voll die Werbung für meine eigenen Videos. Ach, ich könnte glatt einschlafen. Nein, wollen wir nicht. Also, was wollen wir machen? Erstmal der Musik lauschen. Nein, also, ihr seht ja jetzt, ich habe endlich ein neues. Das heißt, ein neues. Mal das Texturenpack gewechselt. War irgendwie voll der Fail in der letzten Folge. Da hatte ich ja schon vorher gesagt, dass ich in dieser Folge dann, also der Folge davor, mit einem neuen Texture Pack spiele. Aber das habe ich irgendwie voll verpeilt, das umzuändern. Und mir wird jetzt gerade noch ein Texturenpack erstellt oder gemacht. Und so lange muss halt das gute alte Sfex Bobby Decraft als Ersatz in Anführungszeichen Notlösung jetzt mal dienen. Aber ist auch eigentlich ganz schön, oder? Nicht wundern. Hier habe ich noch das Eisenerz, das wir in der letzten Folge gesammelt haben, reingetan, noch schnell in den Ofen. Überall habe ich dann schon mal vorbereitet 8 Kohle in jeden Ofen gemacht. Genau, und die Mods, die ich halt vorher drauf hatte, also Optifine und so, die muss ich mir noch neu drauf machen. Jetzt gehe ich aber erstmal pennen, ihr hört schon. Sind ein paar andere Geräusche, wenn man übers Holz geht und auch ein bisschen, wenn man übers Sand geht, über Sand. Bei der Erde, da hört man eigentlich so gut wie gar nichts, wenn man reinspringt ins Wasser. Das zeige ich euch auch noch mal. Da ist es auch noch mal ein bisschen anders. Finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt gehe ich aber erstmal schlafen. Da gibt es keine Veränderung. Da gibt es kein Geräusch. So, und dann würde ich sagen, mache ich mir mal einen schönen Zaubertisch. Wow. Oder? Was meint ihr? Machen wir, oder? Machen wir. Ja, machen wir? Ja, fein! Oh, hier müsste ich auch vielleicht noch mit Holz ausbessern. Wegen der Optik. Oder? Nee, egal. Ihr hört schon? Ein anderes Geräusch, wenn man Sand abbaut, entsteht. So, Inventar habe ich leer. Bis auf die Ersatzwaffen, Werkzeuge. Jo. Ich repariere mal kurz meine Äxte. Jetzt denke ich gerade dran. So. Der wird damit. Die kann ich schon mal dahin tun. Die eine Axt. Ja, als Notlösung, wie gesagt, kann man mal da rein tun. Was soll ich machen? Diamanten. Diamanten! Hallo! Vielleicht soll ich erstmal eine Diamantenspitzhacke machen. Sollte ich? Sollte ich das etwa tun? Sollte ich das etwa tun? Ja, machen wir einfach mal. Komm. Weil wir es können. Den Luxus will ich jetzt auch mal auskosten. Guckt euch das an. So, jetzt könnte ich mir eigentlich, wenn ich noch weiß, wie ein Zaubertisch geht, könnte ich mir eigentlich mal einen Zaubertisch machen. Ich glaube, Holz braucht man dazu, ne? Kann das sein? Noch irgendwas? Da muss ich jetzt mal kurz im Internet nachgucken. Kleinen Moment. Mann, hätte ich doch auch vorher machen können. Alter Schwede, ihr seid jetzt live dabei, wie ich in meinem Handy gucke, wie es lädt. In der Zeit kann ich mal, ach ja, wollte ich euch noch sagen, ich habe hier oben noch offscreen eine Truhe mit Pflasterstein hinzugefügt. Da war ich auch ein bisschen verpeilt, da habe ich gedacht, hey, ich habe doch irgendwie eine Truhe. Aber das habe ich dann verwechselt hier mit dem Kies. Mit Kies. Mit Kies. So, jetzt schaue ich gerade mal, ob ich dafür die nötigen Werkzeuge habe.
die nötigen Materialien oder ob, hey, warum fehlt da ein Glas? Warum fehlt da ein Glas? Junge, kannst du mir das mal erzählen? So, let's have a look at the at Minecraft-wiki.net. Wow. Wie gesagt, das Facts probiert Craft als Notlösung. In Anführungszeichen. Also, ich finde das eigentlich auch ein ganz schönes Texturenpack. Ich habe damit eigentlich auch immer sehr gerne gespielt. Vor allem die Waffen, die Werkzeuge sehen da voll geil aus. So, abwarten. Minecraft. Wiki lädt's. Gut, wir können uns den sowieso noch nicht bauen. Wir brauchen Obsidian. Ein Buch haben wir auch nicht. Ah, genau. Vier Obsidian, zwei Diamanten links, rechts, in der Mitte. Oben in der Mitte ein Buch. Dann in der Mitte von der Mitte Obsidian. Obsidian. Und in der ganzen unteren Reihe Obsidian. So, können wir es also noch nicht machen. We need Obsidian. Ich will jetzt aber. Ich nehme einen Wassereimer mit. Dann gehe ich nochmal kurz in die Höhle. Ein Wassereimer habe ich doch bei Krimskrams bestimmt. Ein Eimer habe ich. Ich nehme einfach mal sechs. Sechs Eimer. Nehme ich mir noch was Schönes zu knabbern mit. Was haben wir so? Nehmen wir mal die Äpfel und das Schweinefleisch und mal ein Steak. Ach, egal, komm. Die beiden Hühnchen können noch da bleiben. Was ist das denn? Da passt man so gar nicht. Außer wenn wir jetzt schnell in eine Höhle gehen. Wartet mal. Na, da passt auch nicht. Was ist denn da? For the Fallen. For the Fallen machen wir mal, ne? Genau, das klingt doch gut. Und dann suchen wir uns. Ich mach einfach hier hinten mal auch einen Ausgang. Kann nicht sein, dass wir. Wo machen wir den denn hin? Einfach mal so eine Notlösung. Da. Da. Das kann nicht so bleiben, falls da irgendwelche Einbrecher hinkommen. So die. Ganz gefährlich. Diamanten lege ich ab. Ich kann mir immer noch eine Diamantenspitzhacke machen, aber bevor ich acht Diamanten verliere. So voll planlos. Da gehe ich doch lieber wieder. Und schaue mal nach neuen Diamanten. Leder. Zuckerrohr könnte ich mir auch mal anfarmen. Anfarmen. Für Bücher. Ich benötige dann Bücher. Für die Zaubertische und vielleicht auch so zur Verschönerung. Ein paar Bücherregale wäre doch auch mal ganz nett. Wäre mal nice. Boah, jetzt ist die Musik gerade ein bisschen laut. Auf 5. Habe ich so das Gefühl. Decisions. Slow ticking clock. Das ist schön. The forest and the trees. Das ist toll. Ein schönes Soundtrack. So, wo packe ich denn. Zuckerrohr packe ich am besten zu den Gartens. Ach, da habe ich es ja. Zuckerrohr. Kann ich gleich mal anpflanzen. Genau, dann würde ich sagen, mache ich das erstmal in dem Part. Baue ich mir eine Zuckerrohrform. Eine Form. Eine kleine Zuckerrohrfarm. Hinterm Haus oder hier so am besten. Wie viel rein will ich denn machen? Hier, also Zuckerrohr, Wasser, Zuckerrohr, Wasser, Zuckerrohr, Wasser. Dass ich so drei Reihen A5 vielleicht mache. Keine Ahnung, Junge. Also Zuckerrohr, Wasser, Zuckerrohr, Wasser, Zuckerrohr, Wasser, Zuckerrohr. Passt, dann schließt das hier perfekt ab. Alles klar. Dann, ja, würde ich sagen, werde ich mich einfach mal nach hinten graben. Muss ja nicht so groß sein. Vielleicht bis auf Höhe des Pflastersteins hier. Genau. Dann muss natürlich das noch weg. Ja, ich sag, weißt du, gerade mal eine Spitzhacke lege ich ab. Gerade das Wichtigste lege ich ab. So. Ui,
Ein bisschen heute ein bisschen indisch oder was? Oder was? Zack, 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 zack. Ach, ich finde das jetzt ganz praktisch. Nur die gefüllten Eimer. Also Äpfel brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Zack, 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 zack. Ratatatata. So, eins, zwei, drei, eins, zwei und drei. Muss ich nochmal losziehen? Ich zieh los! Zuckerrohrfarm, Teil 1. Könnte man so stehen lassen eigentlich, die Folge. So. Wir nochmal hier und hier und hier. Dann kann ich eigentlich hier abschippen. Jawohl. So, so, so. Zack, haben wir das auch schon voll. Zack, einmal umgedreht. Oh, hier muss auch noch was hin, sehe ich gerade. Gut. Zack. Zack, haben wir jetzt überall? Nein. Da ist noch unruhig. Wo haben wir jetzt überall? Ach, hier, warte. So, das passt schon mal. Brauche ich nur noch ein paar Zäune, um das so ein bisschen abzugrenzen. Nein! Ich mache mir was viel Besseres, hör mal. Aber was ich dafür baue, das seht ihr im nächsten Part bei Let's Play Minecraft. Bis dahin, euer HSPLP. Tschüss. Dang dang dang, good day.